Eine Sturmschleuder ist da drin. Ja. Ja, Benjamin, genau, weil du es gerade meinst wegen der DLCs. Macht ja auch Sinn, weil ich denke, so geht es halt vielen Spielern. Gerade die, die es halt direkt zu Release holen, das Spiel, die haben es halt dann durch, bevor dann nach den ersten Wochen oder Monaten halt der erste DLC rauskommt. Daher macht es halt Sinn, dass man dann irgendwas nimmt, was dann nach der Story spielt. Dass die halt auch wieder ein bisschen was Neues kriegen oder halt auch neue Herausforderungen. Hey, mehr Blauglanz. Hey, wir haben schon 10, okay. Vielleicht ist in der Kiste ja noch mehr Blauglanz drin. So, 2 der folgenden Ziele. Das Lager der Banditen, Prüfung im Jagdgebiet ab. Repariere. Ich glaube, ich mache die letzten beiden. Scheint mir gerade etwas angenehmer zu sein. Beziehungsweise eventuell schneller zu gehen. Langer ist es wahrscheinlich das größte Problem, irgendwie hochzuklettern. Genau, da ist dann die T-Figur. Ja, neue Tragkapazitäten. Juhu. So, dann brauchen wir dafür Eichhörnchenknochen. Dann werden Eichhörnchen gejagt. Ah, das ist in die. Okay. Das ist die Bewaffnung dafür. So viele Tutorials noch. Für aufgeladene Blitze ab, okay. Ja, das ist genau, das ist halt die Sache mit dem, mit der Kompatibilität. Also ich denke mal, dass vielleicht die Sachen, die in den nächsten maximal 2 Jahren rauskommen, noch für die PS4 entwickelt werden oder ab dann. Ich weiß ja nicht, wie es davor war. Ab wann denn die Spiele für die PS3 aufgehört haben. Beziehungsweise ab wann die Spiele halt direkt nur noch für die PS4 rauskamen. Vielleicht kommt man dann ja auch irgendwann wieder besser an die Dinger ran. Soll noch für 4 und 5, ja. Weil so lange dauert das ja, glaube ich, auch nicht mehr, bis der kommt. So, da wäre ein Jagdgebiet. Was war das? Lager der Banditen. Da oben ist ja noch die andere Nebenquest. Hier wieder Langhals. Können wir sogar schon hin tatsächlich. Mit Zikuli reden können wir auch. Ja, wahrscheinlich wie bei dem Teil hier.
Wird sich dann zeigen. Ich glaube, ich rede aber trotzdem noch mal kurz mit dir. Gucken, was du noch zu erzählen hast zu den Prüfungen. Was brauchst du, Aloy? Wie wird Aratak auf die Herausforderung einer Fremden reagieren? Das kannst du dir wohl denken, aber lass das meine Sorge sein. Wo befindet sich nochmal der Langhals? Nahe der Frostfinger, aber er ist eingefroren. Das blaue Licht hat ihn verlassen. Ich weiß nicht, wie er dir nützen soll. Mal sehen. Deine Freundin Sekuli, wer ist sie? Eine Felsmalerin. Gegen Iris wirkt mein Gekritzel sehr dürftig. Suche sie in Sangesgrund und sammle die Materialien, die sie braucht. Ihr Werk wird ohne Frage überdauern und jedwede Hilfe bleibt in Erinnerung. Ich soll dem Verak helfen, indem ich Banditen erledige? Ja. Sie trauen sich nicht zu den starken Veraks von Ban-Ur im Norden. Doch der Schnitt ist leichtere Beute. Ein Osseram hat eine Gruppe in den Dampflanden mit seltsamer neuer Ausrüstung versorgt. Mit sowas kennst du dich doch ganz gut aus. Siege im Jagdgebiet beeindrucken den Verak? Alle Banuk streben nach Größe. Denn unser raues Land begräbt Schwindler im Eis. Deshalb ist das Jagdgebiet in den Schneewehen ein Segen, wo wir unsere Speere spitzen und zielen üben. Sag Lauvuk, der Hüterin, dass ich dich schicke. Schlägst du einen Champion, den sie trainiert hat? Beeindruck das den Verak bestimmt. Ich muss jetzt los. Es gibt sehr viel zu tun. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja Benjamin, aber ich denke bei der Unterschied zu Cyberpunk ist ja, dass Cyberpunk für alle Plattformen entwickelt wurde, gleichzeitig. Und sie dann halt gemerkt haben, dass halt die Konsolengeneration doch ein bisschen schwach ist. Aber sie es halt dann auf Teufel komm raus noch rausgeprügelt haben oder halt rausbringen mussten. Und Horizon Zero Dawn 2 wird ja dann erstmal nur für die PlayStation entwickelt und dementsprechend angepasst sein und optimiert sein. Von daher würde ich mir tatsächlich weniger Sorgen machen. Genau. Beziehungsweise halt davon ausgehen, dass es halt dann wahrscheinlich auch laufen wird, wenn es rauskommt. Ich glaube, ich hole mir erstmal das Schienenteil. Ja. Dann schauen wir doch mal, wo uns das hier ausbringt. Ich frage, ob wir jetzt den ganzen Weg nochmal runterrennen müssen. Tun dein Gejammer. Ja, der Weg scheint tatsächlich gerade ganz gut machbar zu sein. Der ist echt nicht schlecht, merke ich gerade. Okay, cool. Da höre ich doch schon wieder was.
Warte. Bleib hier. Jawohl. Haut? Nee, Knochen. Zurück mehr. Na komm. Oder kommen wir noch mehr davon? Trampler. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Können wir halt auch machen. Ich glaube, wir müssen ja hier dran vorbei, ne? Wäre hilfreich, wenn ich besser sehen könnte, wo ich hinschieße. Meine Position ist aufgeflogen. So ein paar Dämonenplünderer. Das ist jetzt ja auch nicht so das Problem. Bleib doch mal bitte da und lass dich umhauen. Dankeschön. So, mal wieder zurück. Haben wir dich geplündert? Wahrscheinlich nicht. Das klang nach Dachs. Nee, Eichhörnchen. Okay. Das war, glaube ich, erfolgreich. Leckere Eichhörnchenhaut. Warte mal, können wir dann schon herstellen hier? Wir brauchen Knochen, keine Haut, okay. Na gut, einmal Nachschub bitte. Das wollte mal die Haut nicht freiwillig geben. Da kann man halt nichts machen.
komischer Versänger. Ziege, Fuchs, ne? Ja. Fuchs brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Ich frage, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Ein Lanzenhorn. Oh. Das wird dir nicht gefallen. Cool, reicht nicht wegzubrennen. Ich soll vielleicht nicht mit dem Dingsfall draufschießen, sondern mit dem guten Fall. Und auch mal Schaden machen. Zerbritze? Du willst hier wirklich Stress, mein Kleiner? Das glaube ich eher weniger. Ja. Ist ja schon gut. Sonst noch irgendwas, was uns hier gefährlich werden könnte? Eichhörnchen zum Beispiel. Sehr nahrhaft. Leckere Ziegenknochen. Da haben wir noch ein Eichhörnchen. Und noch ein Dachs. Ja, hast du gesehen, wie das den Dachs da ausgenommen hat? Der ist ja hier schon wieder geflüchtet. Der hat schon seinen Grund gehabt. Jetzt hatten wir auch noch einen brennenden Dachs. Dachte ich dir schon wieder irgendwas gehört. Das muss die Höhle sein, von der Schamane sprach. Sieht tief aus und auch nicht natürlich. Ah, das wird schon. Na, guck mal. Vielleicht bin ich hier nicht allein. Die Dinger ja natürlich ziemlich sicher nicht.
Hier ist einer der Metallvögel. Ein Blauglanz fehlt noch, da können wir uns einen Bogen holen. Cool. Da ist noch ein Tierfigur. Aber cooler gibt es hier, glaube ich, eine Menge cooles Zeug mitzunehmen. Eine kleine Figur von irgendeinem Set. Zeige ein schlankes Tier mit Geweih. Beschriftung. 5 von 7 in einem Gedenkset. Tausche sie gegen, ja. Auch das kennen wir. Versänger war platt gemacht, führte sich noch eins von den Viechern. Da haben wir alle Frozen Wild Dinger. So, hier so ein Stück Eichhörnchen. Dachsknochen. Noch Rohstoffe. Ja, Eichhörnchenknochen. So, dann können wir das ja direkt mal nutzen. Dafür brauchen wir jetzt noch Rattenknochen. Wenn ich die Flugmaschine ein wenig bewegen könnte. Wie kommt man da hin? Darüber. Hep. Doch nicht fest verankert. Jetzt kann ich hinüber. Eins kann ich da oben hin. Okay, cool. Und sonst ist aber auch erstmal nichts Interessantes hier. Alles klar? Und kommen wir dann wahrscheinlich wieder raus. Da ist das Türschloss. Ich muss es einstellen. Wenn diese dämlichen Techniker denken, sie könnten einfach... Sorry. Wenn diese dämlichen Techniker denken, sie könnten einfach hier reinkommen und an den Drohnen herumfuschen... Haben Sie die Rechnung ohne mein Pflichtbewusstsein gemacht? Ich setz mal das Holoschloss zurück. Echo, Sierra, Echo. Hat wohl nicht so viel gebracht, ne? So, dann kommen wir jetzt aber doch ein wenig weiter. Hallo Vorratskiste. Da ist wohl nichts Interessantes mehr. Aber hier. Ich wollte keinen Haufen.
Haufen fliegender Kameras? Ich will Sicherheit, keine Überwachung. Und Sicherheit heißt Feuerkraft. So wahr Gott mein Zeuge ist, ich werde nicht mit Platzpatronen schießen, falls und wenn ein schwerer Terrorakt diese Einrichtung entweiht. Ach, da kommen wir tatsächlich nicht durch. Mein Fokus könnte etwas finden, das mir entgangen ist. Zum Beispiel. Hier ja nichts mehr. Hier nochmal durch. Mehr seltsame Flugmaschinen. Niemand war hier, seit sie hier eingeschlossen wurde. Okay. An Kenny Chow von Harris Bonner. Schmeiß ihn raus. Kenny, ich verstehe es ja, okay? Wirklich. Pharaoh ist Förderer von Firebreak. Blevis ist Pharaohs Schoßhund. Alle kriechen sich gegenseitig in den Hintern, bla bla bla. Aber wenn du Blevis erlaubst, vor Ort zu bleiben, dauert die Installation doppelt so lange, wie das Budget reicht. Und ich weiß nicht, wie tief die Taschen von Firebreak sind, aber definitiv nicht endlos tief. Wir haben gerade die gesamte Flotte neu kalibriert. Die gesamte Flotte, Kenny. Und du fragst bestimmt, warum? Oh, Kenny, gut, dass du hypothetisch gefragt hast. Levis war mit der Grundverhaltensroutine der Sicherheitsdrohnen unzufrieden. Du weißt schon, die, die er selbst ausgesucht hat. Nicht aggressiv genug, meinte er. Ihm wäre nicht mal ein Rottweiler auf einer Interkontinentalrakete aggressiv genug. Also haben wir Kampfverhalten hinzugefügt. Und das war echt nicht einfach. Sie somit quasi kriegsbereit gemacht. Überleg dir das doch mal, Kenny. Kampfdrohnen mit allerneuesten Technik in der verlassenen Wildnis. Nur damit Blevis auf Kosten von Firebreak Krieg spielen kann. Ich flehe dich an, Kenny. Finde einen Weg, ihn vom Hangar fernzuhalten. Bitte, Harris. Das ist wahrscheinlich besser so. Hier war gerade was. Montageschiene. Das brauche ich. Ah ja. Das sollte leicht abgehen. Ich zeige das dem Schamanen in Sangesgrund. Cool. Okay, ich dachte, das würde jetzt etwas stressiger werden. Beziehungsweise etwas langwieriger. Hui. Ich wurde entdeckt. Scheinbar. So, bitteschön. Ah, das ist ja ein Level gemacht. Ich glaube, wir haben dann auch mehr oder weniger genug, nochmal was freizuschalten. Das soll also meinen Speer verbessern, hm? Wir können ja mal nachfragen. So, ganz wieder runter. Ah ne, das ist wieder Hauptquest jetzt, oder? Nee. Du bist einfach nur so weit weg. Dann können wir auch mit Dings noch reden, mit Seku.
Dieser Verak hat gute Jäger. Ich bin froh, dass ich mich zu ihnen zählen darf. Gemälde sind wohl wichtig für die Banuk. Diese Dinger, die unsere Jäger getötet haben. Wie viele von denen sind wohl schon zum Schnitt vorgedrungen? So, wer von euch ist denn hier? So etwas wie den Maschinen, die den Donnerkamm bewachen. Kalmut. Nee, Kalmut. Es wäre unklug, Olgo zu unterschätzen. Er ist kein gewöhnlicher. Da hinten ist noch eine neue Nebenquest, sehe ich gerade. Hep, 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 hep. Na. Hat's nochmal Glück gehabt. Diese Zeichnungen des Dämons machen mir keine Angst. Ich bin kein Jäger geworden, um vor Herausforderungen davonzulaufen. Ja, wie gesagt, mit Backards glaube ich auch auf der Xbox durchgespielt. Ich meine, das ging dann nachher auch einigermaßen. Sollte ich das... Schamanengeheimnisse spricht man niemals aus. Sollte ich das hier für dich finden? Binde es an den Speer, befestige damit das erstmal. Du findest mehr, ganz sicher. Warum hilfst du mir? Das blaue Licht verblasst, die Maschinenlieder enden. Und was genau tut das Konklave? Sitzen, singen, beobachten. Es reicht. Wir müssen kämpfen und du? Du bist ein Kämpfer. Wir teilen ein Ziel. Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht mal, was das Ziel sein soll. Aber ich danke dir. Spar dir den Dank. Handle lieber. Jetzt kann ich meinen Speer mit Teilen modifizieren. Gar nicht schlecht. Ich könnte jetzt auch meinen Speer verbessern. Cool, dann gucken wir mal. So, Silence Lanze. Hätten wir einmal mehr Schaden. Den halte ich mir da mal auf. Hey, noch eine Errungenschaft. So halte ich mir mal frei. Cool, hat sich ja wirklich gelohnt. Ja gut, ich glaube die Tatsache, dass Alois Gesundheit niedrig ist, kommt nicht mehr großartig vor. Oh, eine Kampfüberbrückung. So, und meine Schatzkiste ist wohl auch noch was. Auch so eine Waffenspule, okay. In Ordnung. Und wir haben jetzt genug Blaugranz, um uns einen neuen Bogen zu holen. Da wäre ein Händler. Da wäre ein neuer Auftrag. Erst Händler, dann Auftrag. Wie gesagt, die Hauptmission schiebe ich jetzt oder halte ich jetzt mal ein bisschen zurück. Hopp, hopp. Genau, du hast auch hier die dicken... So, den Champion-Bogen können wir machen. Dann hätte ich aber lieber gern den Powerschuss-Bogen. Mmh.
Ja, okay, also noch zwei Blau, zwei Glanz mitnehmen. Cool. Also ich brauche dafür jetzt Ziegenhaut. Hm. Und viel mehr Dachsknochen. Aber bei so einem Talent kann man sich das wohl erlauben. Die Kälte hält unsere Jäger wach. So, dann Auftrag bitte. Hilf mir doch, Nora, okay? Jojojo. Dein Lied eilt dir voraus, meine Liebe. Das ist doch schön. Sekuli kommt mit ihrem Gemälde voran, wie ich sehe. Ich bin gespannt, wie es am Ende aussieht. Dein Fall hat immer dem Bano gehört. Komm schon, Aloy. Eins sollten die Banditen wissen. Eine geschäftliche Vereinbarung. Es wird. Was kann ich tun, Burgrend? Beklage mein verlorenes Glück. Endlich habe ich ein paar Bano gefunden, die mit Fremden handeln. Und plötzlich sind sie weg. Drei Bano-Jäger schlugen vor ein paar Tagen auf. Keine Vorräte, schlechte Ausrüstung. Keine Ahnung, wie man Maschinen ausbeutet. Sie baten mich, sie für eine Reise auszurüsten. Und du kennst mich, Aloy. Ich bin sentimental. Sie bekamen es auf Kredit. Sie haben nicht bezahlt. Tja, sie wollten. Schau dir nur dieses Donnerkieferherz an. Aber das ist ewig her. Und ich mache mir Sorgen um sie. Sag mal, Burgrend, sorgst du dich um ihr Wohlergehen oder um das deiner Börse? Ein Mann kann sich um zwei Dinge sorgen. Aha. Was hast du denn mit ihnen ausgehandelt? Was ich dir sagte. Ich war einfach nur großzügig, Aloy. Sie bringen mir das zerstörte Herz und ich gebe ihnen trotzdem noch eine Chance. Ich habe sie etwas anderes holen lassen. Du hast sie seither nicht gesehen. Hm. Keine Spur. Was meinst du, sie konnten keine Teile sammeln? Nicht ungewöhnlich bei Banuk. Das ist Schamanenarbeit. Jäger erlegen die Maschinen, Schamanen nehmen sie aus. Kein Schamane unter den dreien. Nur zwei Halbstarke, die sich streiten. Und dieser große, lächelnde Bursche. Wenn Banuk eigentlich nicht ohne Schamanen jagen, was hat es dann mit ihnen auf sich? Das weiß ich nicht. Aber Hammer auf Stahl. Es ist jedenfalls keine glückliche Geschichte. Sie baten dich, sie für eine Reise auszurüsten. Eine Reise wohin? Nicht sicher. Aber ich hörte, wie sie über das Sonnenreich sprachen, als sie dachten, ich höre weg. Also verlassen sie das Banuk-Gebiet. Vernünftige Idee. Aber das Ganze wirkte nicht wie ein Ausflug ins Grüne. Sie flüchten vor etwas. Ich bin kein Schuldeneintreiber, Burgrend. Wenn ich sie suche, dann um zu sehen, ob es ihnen gut geht. Natürlich, natürlich. Beim Feuer des Schmieds. Entschuldigung. Ich mag diese Idioten sogar. Der weiche Stahl der Jugend und so. Aber wenn du sie tatsächlich finden solltest, könntest du sie an unsere Abmachung erinnern. Eine Versengerkralle, eine Sehne von einem Pirscher und ein Schnappmaulzahn. Wenn sie mir das liefern, ist ihre Schuld beglichen. Mehr als das. Aber pass auf, dass sie sie nicht zu sehr beschädigen. Ich überleg's mir. Zuletzt gingen sie Richtung Nordosten. Da kann man gut Maschinen jagen. Wenn sie dir den Aufwand wert sind, kannst du dort nach ihnen suchen. Okay. Das wird sogar Stufe 40. Hm. Gibt aber drei Blaugans. So. Dann schauen wir mal. Da müssen wir sicher hinlaufen.
Echt noch einiges hier. Aber wäre auch eine Tierfigur auf der, in der Nähe. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Na gut, was sagt denn die Uhr? 20 Minuten machen wir noch. Ist ja morgen netterweise frei. Hüpf. So, haben wir wieder ein Opfer rumlaufen. Mehrere sogar. Willkommen im Schnitt, Fremde. Hi. Das hat sich, glaube ich, gelohnt. Ganz schön hart, aber das kenne ich ja. Ich glaube, die brauchen Fell statt Knochen. Okay. Ich kann noch etwas näher an dem Langhals dran. Tap, tap, tap. Scheinbar brauchen wir noch für irgendwas nachher Eulenknochen oder so. Oder Federn. So, jetzt haben wir das Lagerfeuer. Cool. Das hat Eindruck hinterlassen. Ich glaube, das hat auch Eindruck hinterlassen. Ich glaube, Holz müssen wir echt nicht mehr mitnehmen. Mal kurz gucken. Keine Tiere in der Nähe. Was ja auch einigermaßen schade ist. So, der nächste Kontrollturm sollte man von hier eigentlich kriegen, ne? Jawohl, läuft. Na, erstmal daneben geschossen, verdammt. Na komm. Weg mit dem Schild. Der hat gesessen. Hat er wirklich? Wer beschwert sich da? Du da hinten? Ich glaube, Wildschwein brauchen wir erstmal nicht mehr. Wir gehen mal kurz darüber zum Plündern.
cool. Da wieder noch so ein Panzerwanderer. Die Kälte fühlt sich beinahe wie Sonnenbrand an. Dachs, Dachs. Das hält sich eine Weile. Tierschädel-Talisman, okay. Interessant. So, noch ein paar Dachsknochen. Ja. Haut. Haben wir auch noch für irgendwas gebraucht, ne? Na, ihr seid jetzt gerade wieder ein bisschen spendabler. Sehr schön. aber ich glaube, mir fehlt halt ja immer noch irgendwas. Zack. Ja. Die Rattenknochen waren das hier. Aha. Stimmt, das war ja die. Ich glaube, das sind die das Tier-Ding. Werden die Touristen in den Park zurückkehren? 1. März 2045. Kontakt: Marnie Jeppots. Mammoth Hot Springs, Roosevelt, Wyoming. Brückenbogen schwebt über der Straße zum Nordeingang des Yellowstone Nationalparks. Während seiner Blütezeit passiert monatlich mehr als 100.000 Menschen diesen Bogen auf ihrem Weg zu solch gefeierten Wahrzeichen wie dem Geysir Old Faithful und dem mächtigen Yellowstone River und der leuchtenden Grand Prismatic Spring. Seit Präsident Ulysses S. Grant im Jahr 1872 das Gesetz unterzeichnete, welches zur Gründung des Yellowstone Nationalparks führte, hat das Gebiet Waldbrände, Weltkriege und Erdbeben überstanden und über 150 Jahre lang Naturfreunde aus aller Welt angezogen, bis Umweltprobleme die gesamte Welt ins Chaos stürzten. Im Jahr 2031 zog die Bundesregierung die Förderung des Parks zurück und überschrieb dem Bundesstaat Wyoming das Gebiet, woraufhin die Besucherzahlen stark zurückgingen. Die zuverlässigen Ausbrüche des Old Faithful zogen keine Besucher mehr an. Das Mammoth Hot Springs Hotel, in dem Gäste sich einst Bisonhackbällchen schmecken ließen, blickte verlassen über die Wildnis des Parks. In den 30er Jahren wurden mehrere Versuche unternommen, den Park zu privatisieren. Viele Firmen, darunter die mächtigen Faro Automatic Solutions, unterbreiteten Angebote. Nachdem Faros Angebot 2040 abrupt zurückgezogen wurde, stellte man den vernachlässigten bundesstaatlichen Schutz von öffentlichen Parks im Rahmen der Linderung des Klimawandels durch technologische Mittel wieder her. Während die Welt sich mühsam erholt, wird Yellowstone ihren nacheifern. Nächste Woche wird der Park erneut an die Regierung der Vereinigten Staaten überschrieben, bei Faro Automated Solutions die Übergabe finanziert und als Geldgeber für bislang nicht näher angegebene neuen Einrichtungen fungiert. Der Tourismus profitiert bereits von diesem Vorhaben,
Und schon bald werden das Mammoth Hot Springs Hotel und der Park selbst wieder von Besuchern nur strotzen. Wir freuen uns auf Ihren Daten beschädigt. Da haben wir noch einen Turm, okay. Da haben wir die Dings. Und netterweise noch ein Lagerfeuer. Das scheinen wohl Burgrenz vermisste Jäger zu sein. Eine einsame Ziege rennt hier noch rum. Ist da noch ein Kontrollturm? Tatsächlich. Kennt ihr drei zufällig einen Osseram in Sangesgrund namens Burgrent? Jungs, dieser Schwindler hat seine Dienstbotin zum Eintreiben geschickt. Ich bin keine Dienstbotin. Ich soll für Burgrent Teile sammeln. Oder wollt ihr ihm weiter kaputten Müll verkaufen? Kaputten Müll? Die Herde zieht schon bald weiter. Keine Zeit für Streit. Wenn sie helfen will, lassen wir sie doch. Schön. Wir erlegen diese Maschinen. Wenn du unbedingt helfen willst, geh voran. Okay. Kriegen wir hin. Sie mich. Aua. Na gut, dann zeig mal, was ihr drauf habt. Meine lieben Jäger. Komm, das könnte doch mal treffen. Nein, ich muss sagen, ich finde diese Bomben gar nicht mal so gut. Den Bogen dauert halt auch immer noch alles zu lange, bis der mal hier aufgeladen ist. Zack. Na, hey, Level up. Können wir den hier noch ein bisschen looten? Die haben wir gleich gut. Wer ist besser als wir? Niemand. Ganz klar. Hui. So, dann nochmal nachladen hier. Dribdil. Na, hol ich doch mal ein bisschen was an
Man kann nie wissen, wann man das mal Zeug braucht. Hier mit. So, aber ich glaube, dann können wir noch einmal durchlooten. Na schön, Fremde. Du wolltest mit uns über Burkrand reden. Reden wir. Jo. Machen wir gerade nämlich noch. Erledigt. Ihr drei seid wirklich nützlich im Kampf. Na, danke. Nicht, dass wir Hilfe bräuchten. Wir kommen auch ohne dich gut klar. Da sagt Burgrand was anderes. Er sagt, ihr wolltet mit einem zersplitterten Donnerkieferherz zahlen. Was? Das ist übertrieben. Es brach nur in zwei Teile. Okay, wir haben keine Zeit. Kommt schon, Jungs, zurück auf die Jagd. Wir brauchen noch zwei Teile für Burgrand. Warum die Eile? Wir wollen von hier weg, so schnell wie möglich. Mehr musst du nicht wissen. Warum verlasst ihr den Schnitt? Wir könnten auch nach Ban-Ur. Uns von Ornekor töten lassen. Beim blauen Licht, Orkai. Warum schreibst du unsere Geschichte nicht gleich für alle sichtbar in den Schnee? Es gab einen Streit mit dem Häuptling unseres alten Veraks. Wir fanden, jemand anders sollte uns leiten. Er fand das nicht. Schien ein guter Zeitpunkt zum Aufbruch. Also reisen wir ins Sonnenreich. So, hallo Plurex. Ja, also ich finde es eigentlich ziemlich cool. Die Story ist sehr schön, die Atmosphäre ist sehr interessant. Und ist ein sehr reichhaltiges Ding. Also ich freue mich, dass ich's angegangen bin. Aber habe jetzt halt auch schon so 44, 45 Stunden drin. Hauptspiel einigermaßen durch, jetzt halt noch ein DLC vorher und dann, ich glaube, die letzten 2-3 Missionen. Oder ich glaube, es ist echt nur noch der Endkampf, der fehlt. Von hier ins Sonnenreich. Ein weiter Weg. Sollte sich lohnen. Um zu überleben, sollte man wissen, wann man geht und wo man hingeht. Ja, und in diesem Fall bleiben wir so weit es geht von Ban-Ur fern. Wir haben genug von rotem Schnee. Was habt ihr vor, wenn ihr ankommt? Was tut ihr dann, um zu überleben? Also, was zählt ist, dass wir dort ankommen. Und dazu brauchen wir Scherben. Wenn du uns also entschuldigst. Ja, genau. Also, wie gesagt, es ist... Ding dong, Motherfucker! Ding dong! So, vielen Dank für den Raid. Freut mich. und den Follow. Sehr freundlich. Ja, genau. Also, wie gesagt, ich denke mal so... Keine Ahnung. Ein, zwei Streams noch. Vielleicht noch einen für die, ja, plus minus für den Rest vom DLC hier oder anderthalb und dann maximal noch eine Stunde plus minus. Aber ja, man kann, also es gäbe halt auch eine ganze Menge zum Sammeln und so, wenn man sich darauf noch einlassen möchte. Aber das habe ich jetzt erstmal nicht so vor. Dieses Donnerkieferherz, das ihr Burgrand... Eine Frage, in Ordnung. Ist es nicht egal, dass das Herz in zwei Teile gebrochen war? Kann man es nicht einfach reparieren? Natürlich kann man es nicht reparieren. Ich wollte nur... Oh, ich wette, dieser Osseram-Betrüger könnte es. Er wollte uns nur einen neuen dummen Auftrag geben. So schlimm ist er nicht. Ich mag Burgrand. Du magst ihn? Tulemak, er hat uns in den Schnee geschickt, wo ein Donnerkiefer uns fast zertrampelt hätte und... Jungs, Schluss jetzt! Oh. Immer, wenn jemand dieses blöde Herz erwähnt. Ich hab die Versengerkralle, die Burgrend wollte. Dann fehlen nur die Pirschersehne und der Schnappmaulzahn. Dann behalte es lieber. Du kommst schließlich zur nächsten Jagd mit, oder? Ich schätze, irgendjemand muss auf euch drei aufpassen. Gut, dann musst du wohl mitkommen, aber denk nicht, du wärst eine von uns. Die blutigen Schneewehen akzeptieren keine neuen. Blutige Schneewehen? So willst du unseren Verak nennen? Ja, klingt nicht toll, Tatei. Oh, deine Namen sind auch nicht besser. Du, wir gehen nach Nordwesten, zu den Ruinen bei der Hohlhalle. Wir warten dort. Denk an die Sommersonne, wie sie durch die Bäume hindurch scheint. Jo, dann mach das mal.
Ja, Sie, vielen Dank für den Raid. Aber ich werde jetzt auch tatsächlich hier langsam Schluss machen. Oder was heißt langsam? Ich suche mir gerade noch das Feuer zum Abspeichern. Dann ist nämlich auch schon wieder an der Zeit. Aber ja, also wie gesagt, wenn du das Spiel eh schon hast, das ist eigentlich ein ganz witziges Spiel. Und mir macht es eine Menge Spaß. So, aber ja, das soll es dann immer wieder für heute gewesen sein. Und ja, ich bedanke mich wie üblich fürs Zuschauen. Fürs Schreiben hier im Chat, fürs Moderieren, für die Tipps. Und natürlich auch noch fürs nachträgliche Anschauen auf YouTube dann später. Von daher, macht's gut, noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem wann ihr euch das anschaut. Und dann sehen wir uns am Montag mit dem nächsten Stream wieder. Spätestens zumindest, mal gucken wie es am Wochenende aussieht. Aber ja.